Man muss einen Propeller nur schnell genug drehen, dann kann er fliegen. Das kennt ihr alle, Schnur ziehen und schon saust er durch die Gegend. Das kann er, weil die einzelnen Blätter etwas schräg stehen. Wenn sich der Propeller dreht, drückt er so Luft nach unten. Den Wind, den er dabei macht, kann man an der Feder sehen. Von diesem Wind drückt sich der Propeller ab und schraubt sich so in die Luft nach oben. Leider weiß man aber nie so genau, wo so ein Spielzeugpropeller landet. Manchmal ganz in der Nähe, manchmal oben in einem Baum und manchmal ganz woanders. Der hier landet auf dem Hubschrauberlandeplatz der Uniklinik in Aachen. Da landet jetzt auch ein Rettungshubschrauber. Der hat ebenfalls einen Propeller obendrauf und auch der macht Wind. Und zwar so viel, dass der Hubschrauber fliegen kann, obwohl er so viel wiegt wie zwei Autos. Das kann einen fast umwehen in der Nähe. Nur kann der Hubschrauber, anders als der Spielzeugpropeller, auf den Zentimeter genau gesteuert werden. Bloß, wie geht das? Bei so einem Rettungseinsatz kann man natürlich nicht einfach hingehen und fragen. Da müssen sich alle um den Patienten kümmern. Gehen wir also dahin, wo der Rettungshubschrauber Pause macht. Hier kommt er zu einem Check in die Werkstatt in Bonn-Hangela. Da bleibt er etwas länger und wir können zugucken, wie das geht mit dem punktgenauen Landen. Also, auf den ersten Blick sieht man keine Steuerung an dem Propeller oben auf dem Hubschrauber. Rotor heißt er übrigens. Die einzelnen Rotorblätter sind ziemlich glatt, am Ende abgerundet und am Anfang festgeschraubt. Wo soll denn da eine Lenkung sein? Das Geheimnis sitzt hinter dieser Klappe. Die macht Jens Richter, der Pilot, jetzt für den Check ab. Unter dem Rotor ist eine Art Scheibe, die hat zwei Teile. Der untere Teil ist fest mit der Steuerung verbunden, über diese Stangen da links. Der obere Teil dreht sich beim Fliegen mit. Und von dort aus gehen andere Stangen zu den Rotorblättern. Diese Scheibe kann man in alle Richtungen drehen und kippen und deswegen heißt sie auch Taumelscheibe. Und wie man mit dieser Taumelscheibe den Rotor steuert, das zeigt uns jetzt der Herr Richter. Erstmal am Boden für den Check. Zuerst mal benutzt Herr Richter den Hebel neben dem Sitz. Pitch heißt er. Damit kann er die Taumelscheibe hoch und runter fahren lassen. Und über die Stangen bewegen sich auch die Rotorblätter. Pitch hoch, alle Rotorblätter drehen sich nach oben. Pitch runter, alle Rotorblätter drehen sich wieder flach. So kann der Hubschrauber nachher steigen und sinken. Und jetzt testet der Richter den Steuerknüppel in der Mitte. Stick heißt er. Mit dem Stick kann der Richter die Taumelscheibe in alle Richtungen drehen und kippen. So verstellen sich die Rotorblätter nicht alle gleich, sondern immer anders, je nachdem, wo sie gerade sind bei ihrer Umdrehung. Drückt man zum Beispiel den Stick nach vorne, dreht sich das Rotorblatt, das gerade vorne ist, flacher. Zieht man den Stick nach hinten, stellt sich das Rotorblatt, das gerade hinten ist, flacher. Nach links und rechts geht es genauso. Mit diesem Trick kann der Richter vorwärts, rückwärts und seitwärts fliegen. Könnte man das jetzt vielleicht mal in Bewegung sehen, im Flug? Moment, da sind ja auch noch Pedale. Was macht der Richter denn damit? Na sicher nicht Gas geben und bremsen. Wozu diese Pedale gut sind, das zeigt euch jetzt mit einem kleinen Experiment. Und dazu braucht er einen Modellrotor mit Akkuschrauberantrieb und einen Drehstuhl. Wenn er jetzt startet und die Füße hochnimmt, dann dreht sich nicht nur der Rotor, sondern auch Herr Richter. Und zwar genau andersrum. Gegendrehmoment heißt dieser Effekt. Und den muss man natürlich ausgleichen, sonst würde der Hubschrauber ja immer nur rumeiern und nicht richtig fliegen. Und so kommt der Richter wieder zur Ruhe. Ein zweiter Propeller gleicht das Gegendrehmoment aus. Da. Und deshalb hat auch der Hubschrauber noch einen zweiten Propeller hinten am Heck und darum heißt er auch Heckrotor. Mit seinem Wind hält der Heckrotor den Hubschrauber stabil. Und diesen Heckrotor steuert der Richter mit den Pedalen. Können wir das jetzt vielleicht bitte mal in Bewegung sehen?
Ja, endlich, auf zum Testflug, los geht's. Erstmal die Lampen an, jetzt kann jeder sehen. Achtung, Bahn frei, es wird gestartet. Dann lässt Herr Richter die zwei Triebwerke an. Einfach per Knopfdruck. Wir sitzen hier oben. Jetzt Gas geben, bis sich der Rotor schnell genug dreht. Und der Heckrotor natürlich auch. So, noch einmal die Taumelscheibe checken. Alles klar, die Steuerung geht. Und wie war das noch mit dem Hochsteigen? Vorsichtig am Pitch ziehen und tatsächlich, die Rotorblätter stellen sich steiler. Wir schweben. Jetzt den Stick ganz wenig nach vorne. So kippt die Taumelscheibe nach vorne. Das zeigen wir hier viel langsamer, damit man es besser sieht. Und schon kommt der Hubschrauber nach vorne auf uns zugeschwebt. Andersrum, Stick nach hinten, die Taumelscheibe kippt nach hinten. Wieder in Zeitlupe und der Hubschrauber schwebt rückwärts. Und so geht's weiter. Stick nach links und nach rechts. Taumelscheibe nach links und rechts. Hubschrauber nach links und nach rechts. Und nun kommen die Pedale dran. Einmal treten und der Hubschrauber dreht sich im Kreis rum. Und jetzt mit den Füßen und beiden Händen Pedale, Stick und Pitch zusammenbewegen zum Testflug. Natürlich macht das Spaß, so rumzukurven. Es ist aber gar nicht so leicht. Man braucht viel Übung, bis man mit beiden Armen und Beinen den Hubschrauber beherrscht. Der ist nämlich so empfindlich, dass er auf ganz kleine Bewegungen reagiert. Deshalb braucht der Richter nicht nur Fingerspitzengefühl, sondern auch ein Gespür im Gesäß. Kein Witz, wenn der Hubschrauber mal nicht macht, was er soll, spürt der Pilot das viel schneller mit dem Popo im Sitz als mit den Anzeigen. Auch Herr Richter vertraut seinem Popometer. Also, so geht das mit dem Hubschraubersteuern. Alles klar, der Check ist vorbei und weiter geht's mit dem Rettungsfliegen.